Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Polizei 2013. Heute fanden wir nach Drogendealern. Immer wieder abwechslungsreich. Mindestens zwei Drogendealer müssen wir festnehmen. Das machen wir jetzt auch direkt. Das machen wir jetzt direkt, ja. Ja. Und immer zu Beginn muss ich eine Runde singen. Heute nehmen wir ausnahmsweise mal den Polizeiauto. Und zwar den Passat. Auch dieser Passat ist komplett übermotorisiert für die normale Polizei. Aber ja. Wow. Der hat Untersteuern, nicht Übersteuern. Ist noch schlimmer. Was soll denn das? Immer diese BMW-Fahrer. Nee. So geht das nicht. Ist das Ihr Ernst? Ist das dein Ernst? Ah ja, zum Glück habe ich keine Zeit für dich, du kleine Hure. Aber was da hinten ist immer noch Drogendealer. Wahrscheinlich in dem Park, ne? Wie lange Sam, fährst du eigentlich rückwärts? Ganz im Ernst. Okay, los. Hinter. Ups. Erstmal Laternenpfahl küssen. Los. Hallo? Ich würde gerne hier reingehen. Wo ist denn der Typ hin? Das war aber nicht der, der uns entgegengekommen ist, ne? Ja, was soll ich denn jetzt machen hier? Ich kann ja gar nichts machen. Vielleicht kann nur sie rein. Ja, wieso kann denn jetzt nur sie rein? Ganz im Ernst. Alter, ganz im Ernst, Mann. Man schlägt nicht Polizist-Quieks. Hast du verstanden? Hm? Hast du verstanden? Okay, ich glaube, Handschellen braucht der Typ nicht mehr. Der ist am Arsch, der ist gewesen. Du bist eine kleine Hure, yo. Du arbeitest hier gemütlich? Ja, guten Tag, wie fühlen Sie sich? Ah, von Ihnen erfahre ich nichts Neues. Also, habe ich das falsch verstanden, dass Sie gerade überfallen worden sind? Sie wollen mir einblasen. Das ist inakzeptabel. Was glauben Sie sich eigentlich, wer Sie sind? Nee, wirklich, ich könnte mal einen Alkoholtest machen. Das wird Ihnen nicht schlecht tun, ne? Ja, ich komme mal eben rübergeeilt. Ja, ich dachte, okay. Laut Ihren Arschbacken haben Sie 0,0. Das ist okay, ja. Aber nächstes Mal gehen Sie keinen Officer mehr an, ja? Sonst sind wir schneller wieder hier, als Sie der Polizei anrufen können, ja. So. Ich bin einfach der King, yo. Ich bin der Streifenpolizist Creeks. Und ich kann fahren, wie ich will. So, jetzt müssen wir mal diese scheiß Drogen-Junkies-Leute wegnehmen. Nicht wegnehmen, festnehmen.
Immer diese Junkies, die auf Kinderspielplätzen rumgammeln. Unglaublich. Unser Ziel muss sich ganz in der Nähe befinden. Die hier Pfefferspray. Erstmal Pfeffersprayen. Erstmal Pfeffersprayen, Alter. Status unbekannt. Ich hab das Gefühl, das ist er. Ja, Mann. Weißt du, ich wusste aber gar nicht, ob das überhaupt einer von denen ist. Ja, wenn der nicht antwortet. Aber weißt du was, da ist gerade einer vorher weggerannt. Der hatte dann wohl bei dem Drogen gekauft, ne? Du hier? Naja, egal. Ja, also erstmal muss ich ja hier noch anrufen. Ja, ich komm gleich. Ich muss kurz... Ja, wir sind ja schon hier. So. Währenddessen kannst du einen Streifenwagen holen. Und dann fahren wir direkt dahin. Kommt jetzt mal noch mein Fahrzeug. Ah ja, hier. Kit ist am Start. Kannst du nicht aufpassen, alter Opa. Ja, dich hole ich mir auf dem Rückweg. Hier erstmal absperren. So, Juntag. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, sie haben die Wand kaputt gemacht. Aber sonst geht's ihnen gut, ne? Die Befragung wie maximal Petri Verkehrsregeln nicht beachtet hat. Die Schuld am Unfall trägt. Ja, und wer bist du denn? Das ist der Petri. Okay, könnte ich mal einen Alkoholtest mit ihnen machen? Okay, 00, da haben sie ja mal nochmal Glück gehabt, ne? Das ist trotzdem auf jeden Fall eine Frechheit, hallo? Lilibol, okay, könnte ich trotzdem mal noch einen Alkoholtest machen? Okay, das sieht ja schon mal gut aus. PDA sagt auch gar nichts dazu. Funkgerät abschleppen. Auch hier. Hol das gerade beide direkt. Direkt beide. Oh. Sie sind mir hier eine. Sie sind mir eine. Sie laufen hier einfach über die Straße. Wollen Sie mich eigentlich für dumm verkaufen? Jetzt bleiben Sie mal stehen. Ja, Sie haben keine relevanten Informationen. Ja, ich würde Ihnen jetzt eigentlich einen Strafzettel ausstehlen. Stehlen. Jetzt rennt die auch noch weg. Unglaublich. Okay, ich belasse es mit meiner Verweisung. So, jetzt müssen wir wieder Drogendealer suchen gehen. Aber dieses Mal Sneaky Peaky, ne? Und wir düsen. Wenn wir düsen, sind wir die coolsten. Wie geht das Lied schon wieder? Und wir düsen und wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Irgendwas so. Wow. Ganz sneaky peaky. Ernsthaft? Polizeitransporter wird benötigt.
Wann hab ich den Typen denn festgenommen, bitteschön? Naja. Nee, ich hab den auf jeden Fall festgenommen, ja. Kommen Sie schnell, die Herren. Was kann denn die... Ah, die kann Radarfallen aufstellen. Das machen wir jetzt direkt. Oh. Oh mein Gott, jetzt fährt sie. Jetzt fährt sie, das kann ja heiter werden. Geh weg, Bitch. Siehst du, die Frau kann nicht fahren. Ist einfach so. Kannst du nichts sagen. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Die Frau kann einfach sowas von nicht fahren, ohne Scheiß. Will die mich eigentlich verarschen oder was? Ich wäre ja gerade da gewesen. Wollen die mich verarschen? Dann holen wir jetzt halt nochmal einen Chunky. Nee. So geht das nicht, so geht das nicht. Du musst jetzt fahren. Echt, also. Nee. Alter, die Karre untersteuert wie Sau, ne? Augen auf, das Ziel muss hier irgendwo sein. Okay. Lass lieber zu dem da hinten gehen. Oder nee. Hier einmal rundum. Wow. Okay. Augen auf, das Ziel muss hier irgendwo sein. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie umgehend an. So. Ja, einen wunderschönen herzlichen guten Morgen. Was meinen Sie dazu? Wir haben gehört, hier wird eine Brieftasche. Ah, okay, du schweigst einfach mal. Gucken. Wird zurzeit gesucht. Okay. Einsatzfahrzeug wird benötigt. Und dann brauchen wir auch noch einen Abtransport. So. Also. Du, Anna. Oha. Da vorne ist direkt noch so ein räudig abgestelltes Auto. Nächstes Mal benutzen wir aber definitiv auch wieder den BMW. Sofort aussteigen. Ja, okay, gut. Eventuell betrunken. Boah, habt ihr den Move gesehen? Ups, wisst ihr, das Problem ist mit Rechtsklick. Alter, ich. Was, die ist umgefallen?
Hallo, wir brauchen hier einen Krankenwagen und zwar schnell. Oh mein Gott, wie kann man denn so besoffen Auto fahren? Erstmal Alkoholtest machen. Und dann bräuchten wir eventuell auch noch ein Abschleppfahrzeug. Alter, aber die Dienstleistungen hier in dem Land, also Deutschland, die sind echt 1A. Aber die andere macht Amokfahrt mit einem Toyota Prius, Alter. Aber was ist das mit der Brieftasche wäre noch aktuell gewesen? Ich habe irgendwie gedacht, das ist abgebrochen. Hä? Brieftasche? Ich habe den doch abtransportiert. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ah ne, das habe ich glaube ich verchillt. Ah ne, den habe ich aber gerufen gehabt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Naja, egal. Ich muss jetzt noch Drogendealer festnehmen. Das hat gut funktioniert. Ups, sorry. Wo ist denn hier ein Drogendealer? Augen auf, das Ziel muss hier irgendwo sein. Mit dem Rucksack ganz unauffällig. Eieiei. Immer diese Trögerler, Junge. Unglaublich. Guck mal. Guck mal, wie verchunkt der Typ aussieht. Sieht aber echt voll verchunkt aus. Ja, Rucksack lassen wir hier, ne? Läuft. Also ich würde jetzt eigentlich gerne wieder auch zur Zentrale, weil das Auto ist fast am Arsch und ah, dann halt. Ja, und mit dem Auto ist ein bisschen ungemütlich, weil wenn ich crashe, dann... Ja, über die Straße laufen könntest du nicht, ne? Okay. In welchem Auto? Ah, in dem. In der Bonzenkarre. Wow. Ah, ich dachte, du wolltest zum Snacks kurz. Ja, ich weiß ja gar nicht, wohin ich fahren muss. Muss ich echt hier hinfahren? Ah, wahrscheinlich auf dem Parkplatz hier. Hä? Das soll mal einer verstehen.
Hängt er jetzt da fest, oder was? Junge, was ist das für eine Scheiße? Ist das dieser Typ im Prius? Seid ihr eigentlich alle grenzwertig behindert? Erstens mal, was machst du hier? Alter. Nein! Auto kaputt. Eieieiei. Ich glaube, das ist wegen den schlechten CO2-Emissionen von Volkswagen. Ja, wahrscheinlich hat es dann nicht mehr gereicht und der Auspuff ist explodiert und ich bin im Krankenhaus gelandet. Traurig, aber wahr. True Story. Ja, ich würde sagen, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich habe nicht alles verstanden. Zum Beispiel das mit dem Person eskortieren. Aber wir haben auf jeden Fall die Kinderspielplätze sicherer vor Junkies gemacht. Und wir haben auch eine Brieftasche zurückgebracht. Und wir haben diversen Leuten ins Bein geschossen, ja. Und ich finde, es war ein Erfolg auf voller Linie. Ne? Hier seht ihr direkt den Tagesbefehl für die nächste Folge. Denke ich jetzt mal, vielleicht das Spiel neigt dazu abzustürzen. Ja. Viel Spaß weiterhin. Haut da rein!